So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Taxi Live und ein neuer Patch ist raus, nämlich Patch 1,05. Ich wurde von einem User darauf aufmerksam gemacht und Dankeschön nochmal an dich für diesen Tipp, denn dadurch habe ich es jetzt schneller gemerkt, als ich es wahrscheinlich dann selber gemerkt hätte. Und wir schauen uns mal an, ob es spürbare Veränderungen gibt, ob es Verbesserungen gibt. Das sind eigentlich jetzt so ein bisschen meine Fragen, die ich mir hier stelle. Dafür nehmen wir mal einen Auftrag an, dass wir mal ein bisschen Performance testen können. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal zu unserem nächsten Auftrag, ganz entspannt, und schauen uns mal an, wie das Ganze hier entsprechend jetzt performt. Können wir auch mal schauen, vielleicht entdecken wir auch inhaltliche Änderungen. Das will ich alles gar nicht ausschließen. Ich will jetzt eigentlich mal taktisch bloß noch den Wagen hier hinter mir vorbeilassen. Dann kann ich nämlich gleich hier noch beim Denkmal hier die EP einsammeln. Wartet mal. Und ich hätte fast an der Ampel schon gesagt, dass das Fahrzeug wegrollen schon besser sein könnte. Das war jetzt mein erstes spontanes Gefühl. Ich darf natürlich jetzt hier niemanden anfahren. Ja, und ihr seht es jetzt, ne? Nach wie vor. Ich probiere jetzt mal hier die EP mir abzuholen. Also, ihr seht es jetzt vielleicht. Bei mir wird das nicht wirklich eingeblendet. Okay, sei es drum. Wir schauen uns nochmal um. Dann stelle ich mich an die Ampel mal wieder hin. Und ja, ich würde fast sagen, das werden wir mal beobachten, jetzt mit dem Auftrag, dass dieses völlig übertriebene Wegrollen entschärft worden sein könnte. Schauen wir uns mal an. So. Weiter geht's im Programm. Oh, ist schön, dass die bei Grün hier noch rüberrennen. Wir holen unseren Gast ab. Und ich kenne bei mir auch immer wieder Schwächen im Bild. Also bei mir hat das ja immer so geschliert. Das hat man auch in den Videos eigentlich immer mal kurz gesehen. Das sieht für euch dann so aus wie so eine ganz kleine Verzögerung. Als wenn das Bild so für den Bruchteil einer Sekunde kurz mal so ein bisschen stehen bleibt. Und das waren so eigentlich meine größten Probleme, die ich in der Vergangenheit ausgemacht habe und die auch in meinem Testvideo thematisiert worden sind. Wie gesagt, ich werde auch hier am Ende des Auftrags euch eine persönliche Einschätzung auf jeden Fall geben. Und deswegen sammle ich jetzt gerade hier so ein bisschen. Nee, da fahren wir nicht rein. Deswegen sammle ich jetzt hier gerade so ein bisschen Gedanken und äußere das alles spontan beim Fahren. Und deswegen können wir hier auch entsprechend mal weitermachen. So, hier rechts kann ich zum Beispiel eigentlich gar nicht rein. Seht ihr das? Da zeigt er mir eine Route an, die ich gar nicht fahren kann. Das ist ja auch äußerst merkwürdig. Ich glaube nicht, dass ich die fahren kann. Wir sind jetzt mal ganz böse und fahren die. Aber das geht natürlich nicht, weil hier ist die Map zu Ende. Genau, ja, okay. Also mit den Routen, das ist natürlich nach wie vor dann auch nicht optimal. Ja, jetzt könnte man wieder sagen, Jens, Vorführeffekt, alles andere passt an Routen. Ja, ist richtig, kann durchaus sein. Aber das darf er mir so natürlich nicht anzeigen. Ich denke, da seid ihr auch mit mir auf jeden Fall einer Meinung. Ich habe übrigens ein Taxi Live Key verlost im letzten Livestream und kann euch nochmal vom Gewinner sagen. Er hat mir per E-Mail geschrieben und war begeistert und hat sich gefreut und bedankt sich und dass ich in die Richtung auch nochmal ein bisschen Feedback geben kann. Und das freut mich natürlich dann auch, wenn ich da jemanden ein bisschen glücklich machen kann. Was ist denn das wieder für eine seltsame Route? Das geht doch eigentlich nur, wenn ich jetzt hier rechts nicht reinfahren dürfte, oder? Das sieht eigentlich laut Beschilderung nicht so aus. Seltsam. Also sage ich euch so, wie es ist. Das ist natürlich echt ein kleiner Vorführeffekt. Den habe ich mir ehrlicherweise so
jetzt hier auch nicht gewünscht für dieses Video und das werde ich jetzt auch gar nicht überdramatisieren, aber das sieht natürlich schon wirklich ein bisschen strange aus. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier vielleicht im Vorbeifahren uns die EP von diesem einen Ort hier abholen könnten. Ah, hier müsste ich dann wahrscheinlich fast schon auf dem Gehweg fahren. Okay, ich habe es halt eben nur probiert. Ja, also auch das wird hier keinesfalls überdramatisiert. Und wir werden uns hier entsprechend unseren Fahrgast jetzt holen. Das war ja auch ein Thema, ne? Das kennt ihr auch, ne? Ihr rutscht in die Position. Ja, der Wagen rollt zwar grundsätzlich schon noch, aber ich würde sagen, nach meiner Beobachtung jetzt, haben sie das Rollen zumindest mal auf einen realistischen Wert runtergeschraubt. Ja, das ist so mein erstes Gefühl, okay? Nicht mehr und nicht weniger, Leute. So, jetzt fahren wir mal. Ich würde auch gerne dann mal einen schnelleren Streckenabschnitt fahren. Würde tatsächlich sagen, ah, hier zeigt er mir wieder die Route an zu einer Situation, wo ich gar nicht lang fahren kann, aber hier komme ich auch nicht durch, oder? Hier komme ich gar nicht durch, ne? Nee, nee. Okay. Ich hoffe, nein. Oh, danke, danke. Hey, der bremst besser. Verbesserung? Fragezeichen. Okay, hier kann ich gar nicht lang fahren, in Ordnung. Hier auch nicht. Da darf ich nicht. Oh, hier auch nicht. Hier komme ich ja gar nicht mehr raus aus der Nummer. Seht ihr das? Das ist ja auch geil. Die einzige Route, die hier für mich funktioniert, jetzt muss ich irgendwo Harakiri fahren, ist falsch in die Einbahnstraße zu fahren. Ich komme hier aus der Situation nicht raus. Also die Routenführung ist ja mal komplett verhunzt. Jetzt hoffe ich, dass ich wenigstens hier links lang fahren kann. Ja, okay. Muss ich mir mal ein bisschen meinen Zielort kurz anschauen. Ah, dann links halten und dann gerade runter Richtung, ja, ich sag mal ganz grob Richtung Strand ist es dann. Klar, habe ich natürlich jetzt hier keine Begeisterung geerntet beim Gast. So, jetzt zeigt er auch viel besser im HUD an. Seht ihr das rechts unten bei dieser ganzen Anzeigen? Ne? Das Licht ist jetzt grün, weil es an ist. Ja, der Blinker ist jetzt dort mit einer Farbe untermalt. Seht ihr das? Mal geblinkt. Und ich denke, das dürfte jetzt neu oder verbessert sein. Bin ich mir relativ sicher. Das kann man schon mal hier auf jeden Fall als Verbesserung abhakeln. Ist auch geil, ne? Ist grün. Ach, Leute, irgendwas verbessert sich und irgendwas verschlechtert sich teilweise, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ist das in Spanien so in, dass die bei Grün alle rüberrennen und die Autofahrer da warten geduldig? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht so recht vorstellen. Aber das Bild schlieren, dass das Bild hängt, das habe ich tatsächlich jetzt in den ersten Minuten, wo wir jetzt hier mal die Performance testen, tatsächlich noch nicht bemerkt. So. Und auf L1? Ja, schau mal einer an. Das können wir uns ja auch gleich mal zusammen anschauen. Sie haben was am HUD gemacht. Cool. Ich habe es schon gerade eben gesehen. Hier seht ihr das. Wenn ich L1 drücke, könnt ihr über direkte Tasten sogar jetzt unkompliziert, ich glaube sogar der Tempomat war dabei. Seht ihr das? Jetzt ist das Tempomat an und der ist rechts in der Anzeige zu sehen. Cool. Und wenn ich jetzt natürlich bremse, dann geht er wie beim echten Auto auch entsprechend wieder raus.
Jetzt wird der Blinker angezeigt in dem HUD. Ja, das gefällt mir. Das ist eine gute Änderung. Definitiv. Ja, schauen wir uns noch mal ganz kurz an. Ihr könnt hier den Motor ein- und ausschalten. Klar, das war ja die Anzeige, die man ja auch vorher hatte, aber eben anders. Tempomat, Scheinwerfer ändern, super. Und die Tablet-Anzeige ändern, okay. Müssen wir uns mal an der nächsten Ampel anschauen, beziehungsweise ich sollte vielleicht erstmal den Gast sauber von A nach B hier fahren. Das könnte man theoretisch sogar tanken. Ah, ich glaube, das geht nicht, wenn ich einen Auftrag habe. Oh, jetzt, habt ihr gerade gemerkt? Jetzt bricht das Spiel ein bisschen performance-technisch ein. Es ist, droppt zwar nicht das Bild irgendwie, aber habt ihr das gerade gesehen? Das war so ein bisschen, also Zeitlupe ist vielleicht eine übertriebene Aussage, aber eben ist das alles ein bisschen verlangsamt mir vorgekommen. Okay. Ja, Licht und Schatten würde ich sagen im ersten Moment, aber dieses HUD ist natürlich schon eine feine Sache. Ne? Tablettanzeige ändern, das dürfte wahrscheinlich drinne sein. Lasst uns mal gucken. Nee, zack. Ah, das ist ja cool. Das ist natürlich cool. Die Geduld seht ihr quasi hier. Auftrag, Rückfahrkamera und dann entsprechend auch ganz normal das Navigationssystem bzw. die Route, ja, also beides. Cool, das finde ich richtig gut. Das ist eine wirklich positive Änderung. Da wollen wir gar nicht drum rum reden. Wie gesagt, bei den Routen habe ich schon immer mal auch Probleme. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so eklatant wie eben nicht. Und denn, dass die Route mich dann auch noch wo man nur eine Richtung rein lang fahren kann, in ein Gebiet in der Map manövriert, was ja dann danach gar nicht mehr für mich befahrbar ist. Das ist natürlich hanebüchen, muss man sehr sagen. Also da haben sie in dem Bereich tatsächlich nichts verbessert. Also ich habe immer mal Routenprobleme, dass auch manchmal die Route gar nicht angezeigt wird, bis ich zwei, drei Straßen, nachdem ich jemanden abgeholt habe, irgendwie dann weiterfahre. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, wir werden uns erstmal unseren Auftrag hier zu Gemüte führen. Wir schauen uns mal die Bonusdetails an. Da gibt es jetzt auf den ersten Blick keinerlei Änderungen. Aber was, ich sag jetzt mal so, Quality of Life angeht, jetzt können wir uns nochmal in Ruhe den HUD anschauen. Das ist doch cool. Ja? Guck mal, hier könnt ihr direkt die Scheinwerfer ändern, ohne dass ihr da permanent ins Auto selber ins HUD eingreifen müsst. Das ist eine sehr gute Neuerung. Klar, jetzt kann man immer wieder sagen, das hätte bei Release drin sein müssen. Ja, aber jetzt haben sie es nachgepatcht und mir gefällt natürlich generell an dem Patch auch, dass sie zeigen, dass sie gewillt sind, das Spiel zu verbessern. Das ist eine wesentlich wichtigere Message für mich als der Patch selber. Tempomat habt ihr gerade gesehen. Ne, wir gehen nochmal ins Auto rein. Jetzt hier einfach, nee, das ist Quatsch, mit L1 gedrückt halten und dann unten seht ihr hier die Anzeigenänderung. Das ist natürlich auch cool. Ne? Also ich sag mal, wer hier viel mit Rückfahrkamera spielt, der kann das jetzt bequem hier so einschalten. Richtig cool. Und ihr könnt hier ansonsten Motor einstellen. Logisch. Einschalten, ausmachen. Licht und Schatten, würde ich sagen. Licht und Schatten. Aber ich finde, ein Quality of Life Update von der Funktionalität des Spiels. Auf jeden Fall Daumen hoch. Ja, ich sehe schon, ich muss hier abhauen. Aber dann schalten wir natürlich auch gleich mal unsere Scheinwerfer nach dem neuen System ein. Und natürlich rechts damit verbunden auch diese Anzeige eben, dass jetzt alles, was dann quasi aktiv ist in dem Moment, ne, also Licht, Warnblinkanlage, Blinker, Tanken, dass das jetzt wenigstens auch entsprechend in unterschiedlichen Farben leuchtet, sodass ihr seht, dass das wirklich an ist, dass das aktiv ist. Da sage ich Daumen hoch. Mit den Routen nicht gut.
hoffe, Sie arbeiten dran. Da würde mich mal freuen, habt ihr auch Probleme mit den Routen generell? Also ich meine jetzt nicht, dass ich bei jedem Auftrag drei Routenprobleme habe, aber das war jetzt für mich eigentlich so nicht neu persönlich. Ja, auf mehrere Aufträge habe ich immer mal eine Route, die beim Start nicht angezeigt wird oder erst nachdem ich 3, 4, 5 Straßen gefahren bin, ist sie auf einmal da. Und eben habt ihr ja gesehen, dass mich eine Route in ein nicht befahrbares Gebiet der Map lotst und dennoch da im Straßenverkehr, der nicht beidseitig funktioniert und ich eben falsch fahren musste, um aus der Situation rauszukommen, geht natürlich gar nicht. Also ich denke, da pflichtet ihr mir auch bei. Aber ansonsten, Leute, das ist ein Weg in die richtige Richtung. Ja, das finde ich gut. Ich mag dieses Spiel. Mir liegt was an dem Spiel. Ich wünsche mir, dass Sie auf dem Weg das ganze Spiel jetzt weiter vorantreiben. Über neue Inhalte möchte ich noch gar nicht reden, ja, aber performance-technisch, ich habe jetzt kein Schlieren mehr gehabt. Ich hatte einmal so ein bisschen Slowdown, ein paar Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Aufnahme gesehen hat, aber ich habe das ja kurz nachdem mir das ja im Spiel passiert ist, entsprechend so auch kommentiert. Das könnt ihr euch aber die Stelle nochmal genau anschauen. Aber ansonsten, performance-technisch, ja, möchte ich sagen, haben sie hier auf jeden Fall insgesamt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und in der Funktionalität auch. So kann es gerne weitergehen, Leute. Haut euer Feedback raus. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir werden das Spiel weiter im Auge behalten. Mehr gibt's für mich jetzt nicht zu sagen. Dankeschön fürs Reinschalten. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.